Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, oh, bester Schein, dass ihr da dran seid. Der Herr gibt uns in Golden Rot in Offenbarung Kapitel 3, Vers 18. Er sagt, wenn unsere Augen krank sind, wenn wir grauen Stor haben, nicht mehr klar sein können, nicht mehr klar der Vorwurf in der Scheide können, nicht mehr gut lesen können, uns geistliches Auge, wenn das krank ist, dann sehen wir uns Sollzeipe, Medizin. Er hat Medizin, um uns Augenlicht war er nie morgen. Wann wird uns geistliches Auge krank? Wann wir auf einmal nicht mehr klar erkennen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt? Was unser Abgabe ist in dieser Welt? Was er uns geschaffen hat? Was Gott wird wollen von uns leben? Aufverlangen? Wann wir mit unserem Leben auf dieser Erde eins sind, haben wir dann wirklich dort getan, was uns Auftrag wird? Oder habe ich bloß dort getan, was wir leben, was reicht wir? Oder was die Menschen uns gesagt haben, was reicht ist? Die Menschen wollen uns nicht keine Rechte im ewigen Gerecht. Aber Gott, der ist da. Der Herr Jesus gibt uns hier in golden Rot. Er sagt, schieb die Augen soll. Dass mein Tränen im Herrn komme und sei Herr, mag meine Augen ob, dass ich sein kann. Dass ich sein kann, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Was du wirst lächeln und was du nicht wirst lächeln. Herr, mag meine Augen ob, dass ich dir sein kann, dass ich den Wahrheit erkennen kann. Dass ich nicht am Diesteren, der im geistlichen Leben vor, in alle Menschen hier und da anhocken darf. O, Herr Jesus, wie brücke Augen soll von dir. Uns Augenlicht ist so verschwommen, wie keine Focken nicht klar sein. Und von dort beten wir dir darum, dass du uns reinwaschst mit dein Blut. Und Herr, dass du uns soll scheinst von deiner soll Heilung, dass wir klar den Weich sein können, den du für uns hast. Und ab diesem Weich bliebe können. Und dort beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top mag bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.